Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wird die Druckgrafik mehr und mehr als Medium des individuellen künstlerischen Ausdrucks wiederentdeckt. Der deutsche Impressionist und Präsident der Berliner Sezession, Max Liebermann, beginnt in den 1890er Jahren druckgrafisch zu arbeiten, fertigt Radierungen und Lithografien und ist begeistert von der Technik, weil sie es ihm erlaubt, seine Bildwelten zu verbreiten, mehr Menschen zu erreichen. Das funktioniert natürlich, wenn ich mit einem Druck in einer Auflage von 20, 60 oder 120 einen größeren Output habe. Gleichzeitig verfolgt er damit auch ein didaktisches Anliegen. Er möchte den Geschmack heben. Die Druckgrafik bedeutet zugleich ein finanzielles Zubrot durch die gesteigerte Verfügbarkeit von Bildern und ist für Liebermann auch eine demokratische Angelegenheit. Ja, und nicht zuletzt verfolgt er damit auch ein künstlerisches Anliegen. Seine Drucke bleiben in der Regel eng gebunden an seine Gemälde und an seine Zeichnungen, ohne dass es sich aber um direkte Reproduktion handelt, sondern Liebermann lässt sich auf die Drucktechniken ein und schafft etwas Eigenes. Hier stehe ich vor einem frühen Blatt mit dem Titel Weg durch die Dünen, eine Radierung, die eine Dünenlandschaft zeigt, durch die sich ein kleiner Karren bewegt, ja geradezu schlingert. Und es gelingt Liebermann, da ist er ganz der Impressionist, wunderbar, so eine besondere Stimmung einzufangen, des bewölkten Himmels mit einer Dunstigkeit, einer geradezu kristallinen Luft und auf der anderen Seite dann der weiche, knirschende Sand, durch den sich der Karren bewegt. Dafür nutzt der Künstler auch unterschiedliche Drucktechniken bzw. Spielarten der Radierung, die er hier kombiniert. Oben zur Modellierung der Wolken nutzt er kleine, feine Kaltnadelschraffuren. Unten dann kombiniert er die sogenannte Weichgrundätzung, bei der nicht direkt die Platte geritzt wird, sondern auf die Platte gelegtes, strukturiertes Papier gezeichnet wird, sodass der entstehende Abdruck entsprechend weichere Formen und Übergänge ermöglicht. Ja, und ich finde es faszinierend, dass ein Künstler wie Liebermann, der nicht zuletzt für seinen virtuosen Umgang mit Farbe bekannt ist, hier mit so wenigen Mitteln, mit Schwarz und Weiß allein, ein so lebendiges Bild schafft, das gerade durch die Reduktion durchaus Raum lässt für Fantasie.